Mein Name ist Christiane Lindner. Ich bin Digital Catalyst hier im Haus und die Projektleiterin für das Projekt Museum X.0. Mein Name ist Anjuli Spieker. Ich bin bei Museum X.0 als Use Case Managerin für die Ausstellung Göttin des Jugendstils dabei. Ich bin Silke Hockmann. Ich bin Use Case Managerin für das Ausstellungsprojekt Attische Demokratie im Projekt Museum X.0. Museum X.0 ist ein Plattformprojekt, bei der wir User-Generated Content erzeugen wollen. Und Museum X.0 ist natürlich ein fantastisches Projekt. Wir bauen eine responsive Webseite für Partizipation und User-Generated Content, wo wir schnell auf aktuelle Themen reagieren können und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern diese Themen zu bewältigen. Das kommt auch ein bisschen aus der Corona-Zeit und ich glaube, dieses aktuell reagieren auf Gegenwartsfragen, das ist das, was uns relevant macht. Auf dieser Website kann man sehr, sehr viel tun. Also, wenn man ins Creative Museum kommt, dann wird man wahrscheinlich am Anfang mit einem Statement konfrontiert oder einem Thema. Das kann zum Beispiel sein der Klimawandel oder die Wahlen oder Frauenrollen im Jugendstil oder Demokratie. Und man kann dann auf verschiedene Arten dazu Stellung nehmen. Wir werden ja ganz unterschiedliche Formate auf der Plattform haben. Es gibt die Möglichkeit zur Diskussion mit anderen NutzerInnen. Es gibt die Möglichkeit, verschiedene vertiefende Inhalte zu erstellen. Man kann Videos machen, Audios, Geschichten erzählen. Man kann eigene Persönlichkeitstests oder Quizzes erstellen. Zum Beispiel, welcher Philosoph wärst du in der Antike gewesen? Das Ziel ist einfach, eine spannende Diskussionsdynamik zu erzeugen. Kurze Videos, kurze Audiobeiträge. Auch längere Tutorials, sehr vertiefende Themen. Und es müssen nicht immer perfekt gestellte Videos sein, die professionell geschnitten werden. Also sich dabei auch ein bisschen an aktuellen Sehgewohnheiten im Bereich Social Media zu orientieren. Letztlich ist einfach für jeden etwas dabei, was auch persönliche Stärken und Interessen mit einbezieht und die Leute kreativ werden lässt. Man kann miteinander chatten, man kann anderen NutzerInnen folgen und sie so einfach gut austauschen. Wieso soll man hier was beitragen? Weil man sich vor allen Dingen auch einbringen kann. Das hat super viel mit Kreativität zu tun. Man wird Teil von einem Team, man lernt andere NutzerInnen kennen, man wird Teil der Community des Badischen Landesmuseums. Gemeinsam Dinge aushandeln können, um Antworten auch für die Gegenwart und vor allem für die Zukunft zu finden. Sich inspirieren zu lassen. Dann präsent zu sein mit der eigenen Meinung, mit dem eigenen Beitrag und dadurch wieder anderen zu helfen, die Gegenwart zu verarbeiten, zu verstehen, zu diskutieren und das einfach gemeinsam zu machen. Ich glaube, das ist das große Potenzial. Revolution! Bald gibt es was zum Sehen. Und ich bin selber schon sehr gespannt, welche Agentur wir finden, die das dann mit uns cool umsetzt.